Okay. So, einmal gucken, ob ich das Geld da auch voll gemacht habe. Ja, habe ich. Na gut. Dann wollen wir nochmal bei dem Level hier oben schauen. Da brauchte ich ja auch, glaube ich, ein paar Figuren. Das hin und her spielen, ne? Okay. Ich glaube, da sinkt dann gleich das Wasser oder so. Würde ich das jedenfalls deuten. Ja. Okay. Nachbarn freuen ihre Öfen, verbrennen alles mögliche und ich kann deswegen nicht mehr lüften, egal zu welcher Tages- und welchem Zimmer, weil stinkt es nach Schornstein verpassen. Jedes Jahr dasselbe. Krass, dass das so weit runterzieht. Weil bei meinen Nachbarn ist das auch und das zieht hier eigentlich gar nicht rein. Weil die Schornsteine ja viel, viel höher sind. Krass, dass das so extrem ist. Aber okay, wenn du sagst, dass die so viel anderes Zeug verbrennen, müsste das ja eigentlich auch ordentlich dann liefen, je nachdem, was das ist, ne? Ich glaube, deswegen verbrennst du ja hauptsächlich Holz und so. Weil ich lese das auch von vielen, dass die halt auf, ja nicht auf Holzöfen umsteigen, aber halt, obwohl ein paar halt da schon am Gucken sind, je nachdem, in welcher Lage du wohnst. Ich auch sehr viel Kacke gehört, so, weil ich höre halt von manchen so, also ich habe gehört, dass das halt welche machen. Und dann meinten die, dass die halt Wälder bei sich in der Nähe haben, wo die halt so Holzstämme und so nutzen dürfen. Also wo das auch erlaubt ist halt, ne? Also du darfst ja auch nicht jedes Stück Holz, ich weiß auch gar nicht, ich glaube Stöcker darfst du ja auch ohne weiteres nicht mitnehmen. Irgendwas war da jetzt mal. Schlimmste ist es, wenn sie ihre Müll zu verbrennen nehmen, gibt es auch, leider auch welche, wo das verboten ist. Die Häuser sind hier nicht hoch und ich bin auch deren Höhe, deswegen verbrennen jetzt einige den Müll. Okay, krass. Das habe ich noch nie gehört. Das ist echt heftig. Und wir haben noch nicht mal das Geld voll. Wo kriege ich denn hier das Geld her? Ist hier unten noch irgendwie so ein bisschen. Okay. Ja, da, okay. Das muss doch reichen. Kann man sich da nicht beschweren bei der Stadt oder so? Oh, da haben die mich fast reingeschubst. Ich gucke aber mal. Ja, hier fehlt mir das. Das ist bestimmt das Level, wo man die Olle besiegen muss, ne? Na, ja, gucken wir mal. So. Hier wegen Schornstein, das Einzige, was wir hier. Ich sag mal, das. Was halt auf meiner Höhe wäre, das Haus ist so 20 Meter entfernt und da ist, ich sag mal, da würde das hier nicht rüberziehen. Sagen die, das stimmt nicht? Ist das immer so? Haben die das gesagt? Okay, das ist krass. Eigentlich muss das ja meist dann geprüft werden, sowas. Weil das ja auch, ich sag mal, ich weiß nicht, wenn du zur Miete wohnst, wird das ja auch dem Mieter, zum Vermieter wird das ja sehr wichtig sein, weil das ja alleine wegen Wertminderung und bla 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 so ein Kack ist ja da auch mal. So. Ich mag das Level übrigens nicht. Weil es einfach nur dauert. Nachbarn direkt gefragt und er meinte, nee, wir sind nicht so. Dass die Stadt da was macht, oder was meinst du? Oder wegen dem Verbrennen?
Ja, wenn du sagst, das macht jeder Nachbar, vielleicht ist der ja, dass das nicht war. Aber ich kann da jetzt ja auch nichts zu sagen. Ich bin ja nicht in der Situation. Wie gesagt, bei uns sind auch so viele Dinger, aber ich kenne das halt gar nicht, dass das halt rüber, also dass der Rauch rübergeht, kenne ich überhaupt nicht. Und von Müllverbrennen habe ich halt auch, kenne ich auch nicht, dass das irgendwie so weit rüberzieht. Da muss ja, ich weiß nicht, was für Scheiß verbrennen. Deswegen kann ich da echt nichts zu sagen. Dann schauen wir mal. Ja, mach das mal auf jeden Fall. Och Mann, nicht der Abschnitt, aber kacke. Danke, Spiel. Warum ist denn nicht einfach ein Block hier irgendwie? Sowas finde ich cooler. Ich krieg schon wieder bei dem Spiel voll Bock, eine Dokumentation zu gucken. Ah cool, da ist er schon direkt auf das nächste drauf gesprungen. Ich glaube, das war der einzige richtig schlimme Abschnitt, einfach nur weil der dauert. Ah, nochmal klar. Gut. Obwohl, der war auch nicht schön, der Abschnitt. Ah ja, oh ja. Den habe ich schon wieder vergessen. Ich muss gerade dran, ich weiß jetzt nicht, warum ich dran denken muss, aber gerade ist da irgendwie wird das Jubiläum von Der dunkle Kristall gefeiert. Und deswegen voll traurig, dass die Serie ja leider nicht fortgesetzt wird. Und so viele fragen ja wirklich täglich, ob die Serie bitte endlich fortgesetzt wird. Und ich würde mich so drüber freuen, ich fand die Serie so geil. Den Film bin ich nicht so ein großer Fan von, aber die Serie ist echt der Hammer. Wäre nicht der Laser da, ne? Wäre das Level echt schön. Ja, müssen nicht treffen, ist okay. Wir haben wir jetzt mal so einen Punkt gebrochen, okay. An? Nein. Hallo? Ach, Mist. Hallo? Danke. Ja, endlich. Und gerade heute, wo ich so müde bin, dauert die Bestellung. Ach, hast du Essen bestellt? Ach so. Und oh, manchmal dauert das echt lang. Musst aber 2 Stunden warten. Das, sowas ist immer krass. Aber das meinst du am Wochenende, ja. Weil heute ist Mittwoch. Heute ist irgendwie echt viel los. Also hier auch im Umkreis. Ich habe auch keine Ahnung, wieso.
So, weg. Atme in deiner Freizeit, ich bezahle dich doch nicht für Atmen. So, das Level hätten wir durch. Ich weiß, genau, das hätten wir auch. Boah, ich habe keinen Bock, diesen Abschnitt zu machen. Das Ticken geht mir so auf den Keks. Und ich weiß nicht, wie ich da... Also ich habe das Gefühl, dass ich das... dass es gar nicht so machbar ist. Wie das Spiel es will. Fuck. Wir haben es geschafft! Sachen auf Zeit, ne? Ich hasse Sachen auf Zeit in einem Spiel. So. Kann der irgendwas? Der kann ja gar nichts. Und der kostet 1 Million. Oh, nee. Egal. Sei du bitte nicht so teuer. Der hat eine Schippe. Untergräber, okay. Tja, so wie ich das sehe, gibt es nur 3 Möglichkeiten. Erstens, du hast das Met gegessen. Zweitens, du hast das Met gegessen. Und drittens, du hast das Met gegessen. Ich finde die Folge auch so geil, einfach weil die ganze Zeit Mr. Krabs so sehr drauf erpicht, dass Thaddäus das Ding geklaut hat. Obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt, warum sollte er? Kolossaler Geizkragen. Ich will die Lehren so. Oh, das war eine tiefe Grube. Oh, ich freue mich so, wenn wir fertig sind, ne? Dann nur noch 3 weitere und dann gucken, ob es dann noch was offen ist. Okay, habe ich alles? Ich glaube schon. Bonuslevel. Bonuspunkte! Leiter. Sieht voll... Wie würden Leute sagen, cursed sieht das aus? Weil die Leiter gibt es gar nicht so als Lego-Set, Lego-Teil. Das ist ein Teil. So krass gepflanzt. Wo war das so? Ach so, genau, mit dem Gras. Genau, mit dem Planktons Familie. Scheint wohl so, als hätte sich Mystery noch eine Nachschlag gegönnt. Das Herz. Mysteriös hin oder her. Ja, das ist eine Hä? Das hat das Ach, okay, dann hätten wir den so erledigen können. Ja gut, ich hab's alternativ gelöst. Der Meister der Alternative. Das klingt aber nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob das so geplant ist. Egal. Also ist das noch so ein großer Abschnitt hier. Ja.
Ich freue mich schon total. Also für die, die sich fragen, wir werden auch noch Lego Fantastische Tierwesen spielen. Und wer jetzt so sagt, es gibt doch kein Lego Fantastische Tierwesen. Seid mal gespannt. Denn ich bin es. Und wie? Hallo? Hallo? Nicht bi bu bu bi. Ah. Bi bu bu bi. Ah. Vielleicht ist Mr. Krabs doch ein Roboter. Ach was. Sind das die Speere, die ich brauche? Ich glaube schon. Aber ich brauche zwei. Oh, ein Fackel. Sehr nettig. So. Warum auch immer ich da die Fackel anzünden muss, aber hey. Ich nehme es einfach mal so hin. Oh oh. Nein! Oh Gott. Okay, das geht jetzt noch gar nicht. Die Spawn ist anders aus. Alles klar. Okay. Vielleicht ein bisschen. Ach so, das ist kaputt, das Fahrrad. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich komme da nicht hoch. Alter. Scheiß, die einfach mitnehmen können. Nein! Ach. Kam auf so einen Dreck. Wozu Dauerfell ist Tadeus? Den haben wir freigegeben. Was? Zur Dauerwelle, sagt der. Hallo, ich brauche noch so einen Stock. Bestimmt war der doch auf der anderen Seite und ich habe den einfach nicht gesehen. Dauerwelle, Donnerwelle, ich glaube das zweite. Ach so. Ich mag ja auch, dass die anstatt Zeiten immer Gehzeiten sagen. Und das in meinem Dojo. Aber da oben ist doch eine Flasche, aber ich komme einfach... Warte mal. Warte mal. Kann ich die... Ah! Magie! Oder! Magie! Oh. Okay. Warum ist dir denn das Zeug, wenn es euch nicht passt? Wieso? Das ist wie Leute, die Star Wars gucken. Warum guckt ihr das denn, wenn es euch nicht passt? Also die da immer rummeckern. Okay. Ich glaube, zum Graben brauchen wir sonst niemanden, ne? Das Höchste, was ich noch brauche, ist hier der eine, der so komisch schießen kann. Ach so, doch, ich brauche noch jemanden, und zwar brauche ich das Boot da oben. Na toll, noch ein Boot. Ich habe jetzt übrigens endlich die Thumbnails machen können zu Splatoon Splatfest. Es war eine Riesenaufgabe, ich habe es geschafft. Oh, warte mal, wir brauchen jemanden mit einem Schwert oder so.
ja gar nicht gesehen. So ein Schwert hier rumliegen habe ich nicht gesehen, glaube ich. Warte mal, kann ich das auch mit einer anderen Waffe? Meine Nase juckt. Hallo? Wo sind die Leute hin? Kann ich das nicht irgendwie auch alternativ irgendwie machen? Der kann nicht schießen. Also, weil ich glaube, ich brauche wirklich jemanden mit einem Schwert und nicht mit einem anderen Ding. Ach so, und ich glaube, da unten links waren ja auch noch Sachen, ne? Ich guck mal da. Stimmt es, was der Junge sagt? Vielleicht ist Plankton auf dem rechten Weg. So, mal geil. Ach nein, und hier brauche ich... Ach komm, das ist doch... Vielleicht wächst mir das Seegras aus der Hose. Na warte, du Lümmel. Was? Das Zitat kenne ich nicht. Ah. Okay, wir brauchen Indy. Hallo? Da ist der mit der großen Knarre. Da. Super. Ach, es ist schade, dass die Belego Dimensions keinen SpongeBob reingemacht haben. Das wäre so geil gewesen. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass es irgendwann nochmal aufleben wird. So ein Lego SpongeBob Videospiel wäre echt der Hammer gewesen. Ja, die Lego SpongeBob, oder die generell die SpongeBob Spiele meine ich, die müssen wir auch mal alle zocken. Zitat kennst du nicht? Bestimmt kenne ich das, nur ich habe halt keine Ahnung gerade. Eigentlich kenne ich jedes Zitat, aber ich habe da gerade gar keine Ahnung. Okay, wir haben zwei schon. Hast du mir das auf Discord geschickt? Moment. Ist aber ein richtiges Video, keine YouTube-Kacke, oder? Jetzt haben wir ein Problem. Okay, ich glaube, den mit der Schaufel brauche ich nicht mehr. Dann kann ich eigentlich direkt die anderen nehmen. Leute, jetzt nicht erschrecken. Ich hoffe, wir werden nicht gesperrt. Vielleicht ist Plankton auf dem rechten Weg. Und vielleicht wächst mir das Seegras aus der Hose. Na warte, du Lümmel, ich komme! Oh. Na warte, du Lümmel, ich komme! Schön. Okay, doch. Doch. Die Folge habe ich aber auch echt nicht oft geguckt. Ja, dann lass es dir schmecken. Guck mal, ist ja auch noch ein Level. Super. Also ich brauche jetzt, sie brauche ich jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich brauche den mit dem Speer. Aber wo kriege ich den denn mit dem Speer her? Das reimt sich sogar. Das ist der nicht mit dem, nee, das ist der nicht mit dem Speer. Das ist der mit dem Pusteröhrchen. Geladen und pustebereit. Ich gehe erstmal hier rein. Gerade in einem anderen Tab und dachte erst, warum ich das jetzt doppelt. So. Ja, hat sich ja alles ergeben. Hey, ist die Schatzkammer, ne? Oh shit. Die haben mir aber eine sehr interessante Animation gegeben, also wenn die Schwert schwingt.
Schädel sieht so anders aus. Der erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. Das heißt, wissen was. Du bist erneut gefeuert. Aber ich arbeite doch gar nicht hier. Sollte ich jedes Mal sagen, wenn wir wirklich Donkey Kong spielen und jedes Mal dann sterben. Rio, du bist gefeuert. Ich muss hier 5 Sachen finden. Tatsache, die kann auch hochspringen. Ist ja auch eine Frau. Ich finde das immer noch total bescheuert, aber hey. Also nicht... Also ich finde es einfach bescheuert, dass man so sagt, ja, und Frauen haben als Besonderheit, die können springen. Und die Männer, die haben immer andere Sachen. Aber Frauen, die können springen, so. Das klingt doch... Hä? Gefeuert? Gefeuert? Ich würde mal total gerne so ein bisschen lernen, wie... Ich sag ja immer so, Synchronsprecher finde ich total interessant. Und es gibt einen, der spricht genauso wie der, ich habe den Namen vergessen, der hier, der Synchronsprecher von SpongeBob. Santiano irgendwas. Ich habe letztens wieder irgendwas gesehen, wo der auch eine Rolle gesprochen hat. Das hat überhaupt nicht gepasst, aber ich fand es total lustig. War aber auch nur eine kleine Rolle, Gott sei Dank. Ja, wieso kann ich die nicht... Ah, bestimmt, weil man dann da umsonst ganz viele von den Dingern kriegt. Großer Diamant. Diamant, ich töte dich. Okay. Hallo. Ich komm hier nicht raus. So. Santiago, siehst du mal, meinst du? Ja, kann sein. Ich kann mir doch keine Namen mehr. Wer bist du? Ich finde das übrigens geil, wie viele Degen die mit hat. Ist überhaupt nicht unrealistisch. Könnte die Frau sein, dass ich beschieben. Statt. Was für ein Schinken? Aber was ist normaler Schinken? Wenn Leute sagen zu normalen Schinken Kochschinken, und ich kenne Leute, die sagen zu normalen Schinken Räucherschinken. Aber ich glaube, Schinken ist auch ein richtiger dehnbarer Begriff, ne? Statt Putenschinken. Ach so, stand denn da, dass die Pute haben? Putenschinken? Oder wenn ja, dann wäre das echt nicht so gut. Dort Pute und Rockputan haben sie Schwein. Ah, okay. So meinst du das. So meinst du das. Jetzt irgendwie so eine spezielle Sorte. Ja, kacke wär's halt, wenn ich sag mal, du hier muslimisch wärst oder so. Also dann hätte ich mich aber echt beschwert. Obwohl ich glaube, selbst da würde ich mich auch selber beschweren. Vier von fünf, fehlt nur noch eins. Aber da ist irgendwie sowas mit Dings zurück. Hä? Bin ich hier einfach immer dran vorbeigelaufen? Irgendwie sehe ich nur die Hälfte. Der Stelle, wo du vergessen hast, dein Mikro wieder einzuschalten, ist schon eine Zeit. Ja? Ist das so schlimm? Wann streamen wir über das Mantis? Weil ich hatte das geschnitten. Ich dachte, das wäre nur 10 Minuten oder so. Also klar, das ist auch blöd, aber... Ja, ich habe ja erst überlegt, ob ich das rausschneide, aber ich fand es halt blöd jetzt und ja, ich habe es jetzt drin gelassen. Ich finde es okay. Oder was sagst du? Jetzt ein Teil, wir sollten schon aufpassen, machen sie oft mit Knoblauch in Bolognese drin, darf kein sein und ob das so.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht empfindlich, ich würde da auch nicht meckern, aber wie gesagt, wenn du allergisch bist oder aus anderen Gründen, zum Beispiel religiösen oder so Gründen, ist das halt schon scheiße. Also da wird... Ach so, da hinten ist der Stein, ne? Oder? Ach, ich kann ihn doch besiegen. Also ich wäre auf jeden Fall echt angefressen dann. Hä, aber warum kann ich das denn hier? Sehe ich nicht schlimm, aber trotzdem witzig. Es ist schade, weil besonders in dem Moment bin ich halt echt ausgeflippt. Ich weiß auch gar nicht, warum das abgestellt war. Ich weiß es nicht. Weil davor... Das ist einfach mittendrin, oder? Oder ist da eine Pause dazwischen? Aber wenn eine Pause ist, dann mache ich ja immer den Ton so aus, weil falls mal irgendwie was ist... Ich mal hier. Okay, jetzt haben wir wenigstens mal alle besiegt. Du warst doch kurz vorher weg von der Cam, meine ich. Ah, okay. Ich hab's mir nicht nochmal komplett angeguckt. Ich geb's ja zu, ich guck mir nicht nochmal die ganzen Streams an. Hier vorne ist noch was. Das hätte ich jetzt aber nicht gesehen. Machen das überhaupt Leute? Weil ich müsste ja dann echt... Weil das Ding ging ja, glaube ich, auch 8 Stunden oder so. Nicht schon. Also ich nicht. Also Sendri. Obwohl, also Bars. So. Okay. Warte mal. Genau, sie brauchen wir und ich brauche den jetzt noch mit dem mit der Schaufel, ne? Und wir haben bald wieder die Mion zusammen. Muss doch mal gucken, wo hier die Extras sind. Ach, guck mal. Ja, da oben ist der mit der Schaufel. Dann gehe ich aber erstmal hier runter. Immer sehen, wie du da gespielt hattest. Okay. Wenn du den Wandschwapper zockst, mehr den Sprinkler werfen. Ja! Aber ich habe später sogar noch gemeckert. Weil ich dann, immer wenn ich das mache, habe ich keine Tinte mehr. Dann habe ich keinen Bock mehr. Aber ja, bei den, besonders bei den einen Modus wäre das echt praktisch. Ah. Okay. Jetzt mal schimpfe, ja. Sehr gut. Ach, das ist ein Level wieder, okay. Bonuspunkte. Oh. Letztes Mal haben wir es aber. Mit dem Disperser drehst du ordentlich auf. Daumen hoch, gefällt mir. Ja, der Disperser ist halt wirklich, besonders bei dem letzten Mal, wo ich das gespielt habe, das Spiel, da ging das echt geil. Ja, die Disperse ist aber auch echt. Das ist wirklich meine Main. Aber da kommt es halt auch auf den Tag an. Also ich habe Tage, da funktioniert das gut. Ah! Und ich habe Tage, da ist halt nicht so. Musste nicht! Musste nicht! Ist ja nur das Ziel des Spiels, hier rüber zu gehen. Danke. Ach so, musste nicht! Musste nicht! Ist okay, Spiel. Weg zum Einfärben und nutzt du den auch. Ja, also ich mache damit aber auch gut Kills, ne? Ja. Aber ich will mal gerne irgendwie eine andere Waffe haben. Ich meine schon, gestern, mich kotzt da schon an, dass ich irgendwie immer dieselben Waffen nehme. Ich bin fertig, ich sage schon mal gute Nacht. Jedenfalls bis morgen, schlaft alle gut. Ja, alles klar, Kitty. Dann hoffe ich mal, wie gesagt, dass der Tag morgen nicht so anstrengend wird. Und man sieht sich dann. So, schlaf gut. Au, oh! Ja, du stimmst damit auch. So soll man es auch machen.
Nur ab und zu brauchst du Support gegen vier Gegner. Ja. Naja. Nein, ich lerne ja noch. Ich spiele das Spiel ja noch nicht so lange. Kappa. Ach Mann, jetzt mach doch diese Scheiße hier. Warum gibt's das überhaupt? Geht nicht. Jetzt aber. Oh. Ist gar nicht viel Geld irgendwie. Obwohl, vielleicht kommt das noch. Also wir haben es ja eh schon voll, aber... Wow. Klar, dass du dich nicht mal alle vier Splitten metten kannst, aber manchmal, so muss ich schimpfen, rennst du einfach in den Tod. Ja, ich weiß. Da bin ich aber dann auch unkonzentriert. Ich spring oft rein. Ich weiß. Das war ja jetzt noch nicht die... Hallo! Ich kann gerade zum Spitadeus. Also wieder richtige Tadeus. Alarm. So. Ah, ich bin so froh, wenn wir heute hier fertig sind. Ich will dir nach... Was will ich? Ich weiß noch gar nicht, was ich heute machen soll. Ach so, genau. Ich muss den ganzen Abend am PC arbeiten. Ich hab so Lust. Ich hab so... Wow. Ja, ich wollte die Videos halt schneiden. Besonders, ich hab für morgen keinen Indiana Jones. Und ich hab halt keinen Bock, das morgen zu machen. Deswegen mache ich das dann heute. Weil dann, wie ich schon meinte, dann würde ich mir morgen lieber einen Tag Ruhe nehmen. Bitte, bitte, bitte. Ja! Oh! Da muss ich mir nicht noch eine Flasche holen. Das Internet ist gerade total schlecht. Mein Freund lädt ein neues Spiel bei sich runter. Ah! Kenn ich. Ich hoffe, man kann den Stream heute ein bisschen runterstellen von der Grafik. Dann geht das ja wenigstens. Ja, kann man. Geht ja nicht immer. Manchmal sagt der Twitch nein. Nein. Achso, das war ja nur der Bereich. Okay, ich brauche sie und ich brauche noch den jetzt mit dem, mit der Schaufel. Und ich habe immer noch nicht die Extras gefunden, irgendwie. Wir alle einfach lang schwimmen. Guck mal, sie schwimmt auch ganz anders als die anderen, ne? War ein langer Weg. So, wir haben's. Ich wollte kurz was... Moment. Ah, okay. Ja, ich wollte eigentlich einen Stream heute nebenbei gucken. Das hat sich jetzt erledigt. Das wurde gerade abgesagt. Schlangenpeitsche? Was? Klingt aber nicht so ganz gut. Das drück ich doch gar nicht. Gib mir die Figur. Danke. Boah, nervt das. Oh, war eine Schlange. Geil. Wo du eben das Moment gesagt hast. Moment. Moment, Neptun, ich habe da eine andere Idee. Habe ich an Mo aus Simpsons gedacht, wo war denn sein Telefonstress hingeschüttet? Simpsons werde ich jetzt auch bald gucken, weil ich möchte gerne die Lego Dimensions Level da spielen und da wollte ich die Staffel durchgucken, wo das Level spielt.
Deswegen könnte ich da nochmal die ganze Staffel schauen und dann mal sehen. Freue ich mich schon richtig drüber. Da ist das andere extra. Und da hinten ist noch immer diese eine Landezone, wo ich noch nicht weiß, was das ist. Oh Gott. War nur den einen. Oh, Moment mal. Reinscheißt? Ich weiß, dass du dran bist, du gemeine, feige, kleine Ra... Ja, Moment. Die alten Folgen. 8 Millionen? Was? Ich hab ja noch nicht mal eine wieder zusammen. Ja gut, ja gut. Naja, ich mach noch hier noch ein paar Level, vielleicht ergibt sich das noch. Ja, meine kleine Ratte. Was hast du, wenn das Disney-Spiel kostenlos ist, vor es mal auszuprobieren? Ja, probieren ja. Nur wie gesagt, aktuell, ich sehe das nicht ein, halt dafür Geld zu bezahlen, weil ich immer noch nicht gehört habe, wie sehr sich das lohnt. Und das Spiel soll, das ist ja immer noch in der Alpha-Phase. Und ich gebe nicht so viel Geld aus für ein halbfertiges Spiel, deswegen, nee. Aber wenn das gratis ist, würde ich mir das gerne mal angucken, weil ich eigentlich bin ich ja auch ein riesen Disney-Fan. Nur, ja. Weiß ich halt noch nicht, wie sich das dann halt bemerkbar macht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Interesse habe ich dran. Das ist schön, wenn das Auto davor steht. Aber hey, ich habe es nicht geschafft. Wieso hat er eine Vase auf dem Kopf? Okay. Ich glaube aber mehr, also außer das Fahrzeuglevel fällt mir jetzt nicht viel mehr ein, was es hier noch geben könnte. Warte mal, ich bin nochmal hier. Ach, guck mal, dann war noch nicht das Geld. Es müsste dasselbe sein hier. Okay, einmal weg. Hier. Ah, guck mal, da ist der Häuptling, den wir gerade freigeschaltet haben. Nur, dass wir noch nicht hier freigeschaltet haben. 7 Minuten erstmal gebraucht. Einfach diese Schlange schwingt. Das ist so bescheuert. Aber bescheuert ist immer gut. So. Ah, Simpsons habe ich gerade habe ich Bock darauf. Muss auch mal weiter Futurama gucken. Weiß jemand übrigens schon, weil es wurde doch vor, ich glaube sogar fast 2 Jahren wurde angekündigt, dass neue Futurama-Folgen kommen. Hat man da irgendwie noch was von gehört? Irgendwie nicht mehr, ne? So, als wenn die nie wieder erscheinen. Aber ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so der große Futurama-Fan. Ich finde Futurama genial, aber ich gucke es halt echt nicht so gerne. Ich weiß nicht, mir ist das einfach... Ja, mir fällt jetzt kein Ausdruck ein. Mir ist gerade als erstes irgendwie eingefallen, der Humor ist mir einfach zu hoch. Also nicht so hoch, dass ich es nicht verstehe, sondern ich mag dann lieber dieses Simpsons-Variant. Obwohl ich muss sagen, dass ich ja auch Disenchantment total toll fand. Die Serie war geil. Ist auch, glaube ich, abgeschlossen. Ne? Ich glaube, da kommt nichts mehr Neues zu. Schade eigentlich, weil die fand ich echt cool. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die zu Ende geguckt habe. Werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann nochmal durchgucken. Schade, dass die auch nicht auf Blu-ray gibt. Die hätte ich wirklich gerne noch so gehabt. Simpsons muss ich mir auch irgendwann mal alle Blu-rays noch nachkaufen. Fehlen mir leider ein paar. Ich weiß auch gar nicht, ob es die neuen Folgen überhaupt alle auf Blu-ray gibt. Und der Film, der fehlt mir noch auf Blu-ray. Den habe ich, glaube ich, nur auf DVD. Ne, den habe ich gar nicht sogar. Den habe ich gar nicht. Ja. Aber so im SpongeBob-Bereich habe ich zum Beispiel auch alles. Ich habe den Film in Staffel 1 bis 3. Was ich gerne hätte, wäre Legende von Korra. Hätte ich noch gerne als Blu-ray-Version. Da gibt es aber leider nur diese limitierte Box. Hätte ich gerne noch eine Standardversion. Ich hätte auch gerne die von Avatar gehabt, die limitiert, aber ich sehe da auch nicht ein, dafür Geld auszugeben für so eine, weil die war wohl echt nicht gut gemacht. Obwohl die cool aussah, aber die soll von der Qualität echt nicht gut sein. Und die Blu-rays haben auch schon eine sehr schlechte Qualität.
wohl besser als die DVD-Version, aber zum Beispiel, wenn du dir die Sachen auf Netflix anguckst, denkst du auch, Alter, was soll das? Eigentlich würde nach der Lego-Logik, ich glaube, das habe ich auch schon so gesagt, würde das nur ein bisschen weitergehen. So, ich habe schon 200.000 zusammen, das ist gut. Aha. Hallo? Kann ich das nicht drehen? Okay. Ist ein bisschen unpraktisch, wenn da unten dieses volle Geld ist. Ich sehe da fast gar nichts. Boah. Nein! Was ist das denn? Insta-despawned? Oh. Naja. Ach komm! Ach! Die Musik finde ich ganz gut. Die erinnert mich irgendwie an Indiana Jones 2. Die Musik einfach, man hört das, wie die loopt. Ach guck mal, der hat jetzt anstatt ein, hier so ein Seil, hat der jetzt so eine Schlange drum. Auch cool. Okay, jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Ich will einmal nochmal ganz kurz hier vorne gucken. Genau, weil hier ist auch mal ein bisschen Zeug. So, mit 200.000 zusammen ist er da. Achso, warte mal. Stimmt, ich muss... Komm. Wieso bringt doch Spaß das Legospiel oder nicht? Teils. Also ja, es macht Spaß. Also, ich weiß nicht. Also das Legospiel, der hat übrigens den Speer aus von dem Merv-Menschen aus Harry Potter. Also Lego-Set aus dem alten... Ja, es hat halt sehr viele Momente, die einfach nur aufregen. Also es macht insgesamt Spaß, aber ja, wenn solche Sachen sind, ist das oft dann nicht so schön.